Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf Kerstins Küchentraum. Heute möchte ich euch ein super easy peasy, schnelles, leckeres Rezept zeigen. Das Ganze ist vegetarisch, wenn ihr den Feta weglasst, sogar vegan und schmeckt super, super lecker. Schaut auch, finde ich, total toll aus, auch nachher auf den Teller. Und zwar habe ich mir hier einfach klein geschnitten 3 große Kartoffeln. Super ist es, wenn ihr mehlig kochende verwendet. Ich habe jetzt allerdings festkochende, weil mein Mann mehlig kochende einfach nicht mag. Dann habe ich eine Zucchini. Dann habe ich 100 Gramm Cherry-Tomaten halbiert, eine gelbe Paprika und 100 Gramm Feta-Käse. Außerdem brauchen wir dann noch 500 Milliliter Gemüsebrühe, dann 3 Esslöffel Tomatenmark. Dann benötigen wir etwas Salz, ein paar Kräuter der Provence, etwas Thymian, Basilikum, etwas Paprikapulver und Pfeffer nach Belieben. Und die genauen Mengenangaben, die ich verwende, setze ich euch wie immer unten in der Infobox. Mit Salz solltet ihr sparsam sein, da ihr den Feta-Käse habt und die Gemüsebrühe. Wer da komplett auf Salz verzichten möchte, kann das natürlich auch tun. So, und jetzt rühre ich mir als erstes super schnell und einfach ein bisschen so die Soße zusammen. Und zwar nehme ich da einfach meinen Tomatenmark her, gebe mir das in die Gemüsebrühe. Und rühre das einmal ordentlich um, dass sich das Tomatenmark darin ein bisschen auflöst. Und dann kommen auch schon die restlichen Zutaten dazu. Also ich nehme jetzt noch mal so einen halben Teelöffel Salz dazu. Müsst ihr aber nicht, wie gesagt. Dann nehme ich mir einfach einen halben Teelöffel Basilikum dazu. Auch da könnt ihr natürlich frische Kräuter verwenden, wenn ihr die da habt. Das ist überhaupt kein Thema und schmeckt, finde ich, auch noch mal einen Zacken besser. Also ich nehme zum Beispiel auch gerne Rosmarin dazu, frischen. Kräuter der Provence finde ich auch sehr passend. Und Thymian mag ich sowieso sehr, sehr gerne. Deswegen nehme ich hier auch einen halben Teelöffel jeweils von. Und dann einfach ein bisschen Paprikapulver. Da ich Paprikapulver immer mag und es bei mir immer reinkommt, nehme ich davon auch relativ viel. Aber das ist natürlich absolute Geschmackssache. Dann gebe ich noch ein kleines bisschen Pfeffer dazu und dann wird das Ganze wieder verrührt. Und dann können wir uns die Soße auch schon drüber geben. Den Ofen, den habe ich mir wie immer schon vorgeheizt auf 180 Grad. Und da wandert das Ganze dann jetzt gleich für 40 Minuten rein. Und dann können wir es auch schon essen. Also ihr seht, es ist wirklich schnell. Das Einzige, was ein bisschen dauert, wenn ihr einen Nicer Dicer habt, geht das zum Beispiel auch super schnell. Dann braucht er auch nicht so lange zum Schnibbeln. Ich gieße mir das dann einfach schön übers komplette Gemüse. Und dann mache ich es mir einfach super einfach. Vermixe das Ganze gleich in der Form ein bisschen miteinander. Und wenn das Ganze schön miteinander vermixt ist, kommt es auch schon in den Ofen. Wie gesagt, 180 Grad, 40 Minuten und dann kann schon gegessen werden. Super lecker und ich finde eben dadurch, dass ihr diese Gemüsebrühe verwendet mit dem Tomatenmark, natürlich super lecker. Und ihr habt auch gleichzeitig noch ein bisschen Soße, es ist nicht allzu trocken. Da ich so ein kleiner Soßenfreund bin, ja, ist das für mich das perfekte Essen. So, wir sehen uns nach 40 Minuten wieder. Bis dann. So, meine Lieben, ich hatte es jetzt 40 Minuten im Ofen. So schaut das Ganze dann aus. Und ich finde es halt super, dass da auch so super schön viel Soße bei ist. Der Feta ist jetzt so richtig schön weich. Und das Gemüse, das riecht schon super, super lecker. Ich tue mir jetzt einmal ein bisschen was auf und dann probieren wir natürlich wie immer zusammen. So, meine Lieben, so schaut das Ganze jetzt auf, wenn es aufgetan ist. Ich finde es halt super, dass ihr wirklich so schön viel Soße habt. Man könnte fast sagen, es ist eine Suppe. Also es würde auch sehr gut ein Baguette dazu passen, wenn ihr das mögt. Und wir probieren jetzt einfach mal. Mmh. Sehr schön tomatig. Ich finde das Gemüse einfach super, super lecker zubereitet. Ich hoffe, der ein oder andere von euch probiert es mal aus. Ich würde mich super drüber freuen. Wenn ihr mir Bilder schicken wollt, dann gerne über Facebook oder Instagram. Die Links findet ihr unten in der Infobox. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.